Hallo ihr Lieben. Ich habe gestern auf Social Media zwei Bilder von mir reingestellt und habe gefragt, welches von den beiden Bildern den Leuten besser gefällt. Und dann bekam ich von einem Mann die Information, dass ihm das zweite Bild, das blende ich dir jetzt einfach mal hier ein, besser gefällt, weil man da meine weiblichen Brüste besser sieht. Und meine erste Reaktion war, Arschloch. Wirklich so von ganzem Herzen. Es war bestimmt nicht dieses, hey, wow, cool, der findet meine Brüste toll. Ein wildfremder Mensch reduziert mich auf meinen Körper. Ja, und ehrlich gesagt habe ich wirklich schon jetzt eine Geschichte. Also ich bin jetzt mittlerweile seit einem Jahr auf Social Media unterwegs. Ganz besonders eben auf Facebook war ich ein ziemlich gutes Jahr ungefähr. Ja, schon sehr, sehr intensiv unterwegs und habe da regelmäßig dann Anfragen von Männern bekommen, die dann entweder mich gefragt haben, ja, ob ich denn ihr Sexsklave sein möchte, die mir, ja, mich gefragt haben, ob ich denn nicht mehr Bock hätte, mit ihnen Sex zu haben, die mich wirklich, ja, die mir auch Videos geschickt haben, ne? Pärchen, die mir dann auch Videos geschickt haben von sich, auf denen sie selbst Sex hatten, wirklich die blödesten Anmachen dabei. Und das Erste war immer auch unter anderem die erste Frage, wenn man sich ganz normal mit diesen Männern ausgetauscht wollte, ne, war so, hey, bist du denn verheiratet, hast du einen Freund? Es ging nicht um die Person, die ich bin, was mich ausmacht, sondern es ging wirklich nur um diese eine Sache, ist sie verfügbar? Ja? Für diese eine Sache, ist sie für eine Beziehung verfügbar? Und ganz ehrlich, ich weiß, dass es nicht nur mir so geht auf Social Media. Ich weiß, dass auch andere Frauen täglich solche Nachrichten bekommen. Und ich habe anfangs so darauf reagiert, dass ich die Nachrichten einfach nur gelöscht habe. Also ich habe meinen Mund gehalten. Und diese Nachricht gestern, die hat bei mir wirklich ein Fass zum Überlaufen gebracht. Weil wirklich, das ist Diskriminierung, das ist eine Form von Gewalt. Mich einfach nur darauf zu reduzieren, dass ich einen Körper habe. Ja? Und ich kann jetzt natürlich sagen, ja klar, weißt du, wenn ich jetzt ganz spirituell bin und über diese Sache rede, dann verstärkst du das doch. Vielleicht oder noch viel eher ist es so, dass es viel, viel schlimmer ist, den Mund zu halten und einfach nichts zu sagen, weil die Sache an sich ist sowieso da. Mir ist klar, dass es eine Sache ist, die ein Spiegel für mich ist, wo ich bei mir noch hinschauen darf, dieses Thema anschauen darf. Und gleichzeitig ist es aber auch ein gesellschaftliches Thema. Und ich verstehe nicht, wie manche Männer auf die Idee kommen, dass ich mich darüber freuen würde. Bei so einer intimen Geschichte wie mein Körper, die ihre wirklich intime Stellen, dass ich da von wildfremden Männern, die ich noch nicht mehr kenne, von denen ich nur ein Foto auf Facebook gesehen habe, ja, wie die sich dazu berechtigt fühlen können, über meinen Körper zu reden, über so intime Stellen, über so intime Dinge, die sie absolut nichts angehen, wirklich überhaupt gar nichts. Und im Nachhinein, wenn ich zurückschaue und mich frage, hey, warum habe ich denn so lange den Mund gehalten, dann kann ich sagen, okay, einerseits war das ein Selbstwertthema. Das war auch ein Thema, mich zu zeigen, für mich einzustehen und ganz klar zu sagen, ich habe darauf keinen Bock. Und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Video mitdrehe. Es ist ein ganz klares Statement, dass ich auf solche Dinge zukünftig und ab sofort vollständig verzichte. Und dass jeder, ich weiß nicht, ob man es rechtlich machen darf, aber ich habe wirklich schon darüber nachgedacht, dieses ganze Material, was ich zu diesem Thema geschickt bekomme, in dem Video zu verarbeiten und es öffentlich hinzustellen. Damit wirklich mal klar wird, dass es wirklich ein Thema ist, was Social Media tagtäglich nicht besonders social macht, überhaupt nicht social macht, dass sogar die andere Seite da wirklich viel mehr dadurch gepusht wird, also die dunkle Seite davon. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und ehrlich gesagt, dieses ganze Thema, dieses Ganze so behandelt zu werden, gibt mir ein Gefühl von, ja, es verletzt mich, weil es ist eine Form von Gewalt. Es macht mich traurig, weil ich wirklich viel mehr bin als ein paar Brüste und eine Muschi. Ja? Es macht mich wütend, weil wir hier in 2021 leben und viele Leute sagen, hey, Diskriminierung ist doch überhaupt gar kein Thema mehr. Nein, das ist nicht so. Und dann werde ich auch gleichzeitig richtig baff und
weiß nicht mehr, was ich sagen soll, wenn dann Frauen ankommen und sagen, ey, weißt du was, Diskriminierung und Emanzipierung, das ist doch Blödsinn, das brauchen wir alles nicht mehr. Halt doch einfach mal die Klappe. Leute, so geht das nicht. Also Diskriminierung und Gewalt ist etwas, was als allererstes im Kopf beginnt. Und damit, dass man ein verschlossenes Herz hat, kein Mitgefühl hat mit dem, was man da wirklich gerade dem anderen abliefert und was es bei dem anderen auslöst. Und das ist auch ein fehlendes Verständnis, meiner Meinung nach. Und es ist so, so schade, dass wir, obwohl wir hier so viel in dieser Gesellschaft zur Verfügung haben, so viel Materielles, so viel nicht können, was das Emotionale angeht, das Mitgefühl, das im Miteinander verbunden sein, das sich darüber klar sein, dass das, was man dem Gegenüber antut, gleichzeitig auch auf irgendeiner Ebene, auf einer emotionalen Ebene oder auf einer energetischen Ebene, vielleicht auch auf beiden, immer wieder auch bei einem selbst ankommt. Und gleichzeitig ist das jetzt wirklich auch ein Appell von mir, zu sagen so, hey Leute, bitte denkt doch mal über dieses Thema nach. Denkt darüber nach, lieben Männer, die es toll finden, solche Nachrichten zu schreiben, was ihr denn da überhaupt macht und was euer Bild ist von einer Frau. Eine Frau ist nicht nur das, was man irgendwo auf einem Bild sieht. Eine Frau ist nicht nur das, was man auf einer Zeitschrift abgebildet sieht, wenn sie shiny ist und wenn sie wundervoll scheint und ihr Äußeres dadurch ganz toll mit Photoshop dargestellt wird, sondern es gibt eben auch eine Frau, die eine Seite an Frauen, die emotional ist, die wirklich, ja, ganz anders ist als das, was dargestellt wird auf diesen Bildern. Und hinter jedem Bild auf Social Media, das mit diesen Nachrichten angeschrieben wird, wie ich sie vorhin erwähnt habe, steckt ein Mensch. Steckt ein Mensch, der damit klarkommen muss. Steckt ein Mensch, der Gefühle hat. Steckt ein Mensch, der sich dann, ja, vielleicht auch wirklich weniger in der Lage fühlt, sich den anderen zu zeigen, weil er denkt, oh Gott, wenn sowas auf mich zukommt, dann habe ich da gar keinen Bock zu, dann mache ich lieber dicht. Und ich finde, das ist nicht in Ordnung. Und mein Herz könnte gerade wirklich noch eine Menge über dieses Thema reden, weil ich selber eben auch schon eine lange Geschichte dazu habe. Das fängt mit Sachen an, dass ich Taekwondo gemacht habe und dann ein Junge dort das ganz toll fand, mit seinem Fußkick, ne, mir voll auf die Brüste drauf zu hauen. Es fängt mit Dingen an, wie ich war auf einer Party, ne, mit Kollegen, Geschäftsparty, und dann meinte ein Kollege irgendwie, es ist ganz toll, mir zufällig mal in den Arsch zu grapschen. Es fängt mit so Sachen an, die erstmal harmlos erscheinen und das aber überhaupt nicht sind. Überhaupt kein bisschen. Und ich wünsche mir wirklich, dass das mehr bei jedem Einzelnen ankommt. Dass jeder einzelne Mensch sich darüber klar wird, was da mit diesen Frauen gemacht wird. Ja, und mehr habe ich dazu gerade auch nicht zu sagen. Vielleicht motiviert es ja auch andere Frauen, die Ähnliches erlebt haben, mal darüber zu sprechen. Vielleicht motiviert es auch Männer, die solche Nachrichten schreiben, mal über ihr Verhalten nachzudenken. Meine Intention für dieses Video ist wirklich, aufzuklären, Klartext zu reden, mal auch klar zu machen, was das emotional so mit einem machen kann. Und die Augen zu öffnen. Bis bald, bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.